für den burgenländischen Landesverband pfeift, heute also in seinem letzten Antreten als Schiedsrichter. Und er leitet die Partie gegen Rapid, die heute an 8 Positionen verändert ist gegenüber dem letzten Spiel gegen Wiener Neustadt. Das hat schon lange nicht mehr gegeben, so eine wirklich rigorose Änderung von einem Spieltag auf den anderen. Das gab es zuletzt im Juli 2005. Aber klar, der Druck ist weg und es gibt jetzt die große Chance für das Trainerteam, vor allem für Zoki Barisic, zu sehen, wer kann denn auch im nächsten Jahr hier durchstarten. Er wäre vielleicht einer, Filip Prosinic, heute statt Robert Beric als Sturmspitze. Er hatte seine Einsätze, aber meist als Joker. 16 Saisonspiele hat er absolviert, 15 Mal eingewechselt, nur einmal durfte er durchspielen. Aber sehr erfolgreich als Joker, hat 3 Joker-Tore erzielt und war der Last-Minute-Man, der vor allem die Tore in der Nachspielzeit erzielt hat für Rapid. Rapid im Übrigen in den neuen Saison-Heimdressen heute. Und wie es aussieht, passen die auch. Die Inter könnte vom Alter her eigentlich noch 5 Jahre lang als Bundesliga-Schiedsrichter tätig sein. Aber irgendwie will man das nicht mehr. Deshalb heute sein letztes Spiel, das er leitet. Rapidler, ja, die hat er schon länger nicht mehr gesehen. Zuletzt war das vor 2 Jahren. Die Grödiger, ja, die hatten einmal ein ganz schlechtes Erlebnis mit ihm. Das war damals gleich die höchste Heimniederlage, die sich die Grödiger einfingen. 0:6 gegen Sturm Graz. Und auch damals hieß der Spielleiter Christian Dinter. Schrammel. Keins, einer der wenigen, der verblieben ist. Und erstmals Außenverteidiger Schütz auf Sande. Hat Ballglück gegen Schwab. Und dann viel Platz, sodass Schaub den Ball annehmen kann. Für Rapid fast eine Punktegarantie Marko Maric. Seit er im Tor steht oder wann immer er im Tor stand, Rapid ungeschlagen, 5 Siege und 2 Unentschieden mit ihm. Schütz. Dieber ersetzt heute Maximilian Hofmann in der Innenverteidigung. Nutz heute etwas zurückgezogener, quasi die Nummer 8, sonst spielt er zuletzt meist auf der 10er Position, aber die bekleidet heute Tommy. Strauß. Team gekommen für Kana, der sich leicht verletzt beim Aufwärmen, hat sich den Nacken verrenkt. Aber Strauß hat zuletzt auch hier im eigenen Stadion gegen Ried eine solide Innenverteidigerpartie abgeliefert. Sonnleitner, auch eine Punktegarantie für Rapid. Wann immer er als Kapitän die Mannschaft aufs Feld führte, blieb Rapid unbesiegt. Schrammel, Platz für ihn. Keins. Und Schraps. Stankovic heute wieder im Tor. Wurde er zum besten Torhüter der Bundesliga gewählt, aber die Ehrung findet nicht heute im heimischen Stadion statt, sondern erst am letzten Spieltag. Und das ist auch hier in Grödig. Keins beim Eckball. Abseitsstellung. Hatten eine gute Serie, haben vor allem die wichtigen Spiele gewonnen, die Grödiger.
gab es dann sogar mal zwei Siege hintereinander, erstmals in dieser Saison. Und das verschaffte den Grödigern dann die nötige Luft, den nötigen Abstand raus aus dem Tabellenkeller. Danach die Niederlage in Altach. Aber die hatte für die Grödiger keine Bedeutung mehr. Schütz, sehr offensiv. Husbeck gegen seine neuen Teamkollegen. Dann hat Michi Bauer mit den drei Spielern, mit Husbeck, mit Nutz und mit Tommy, extra Gespräche geführt, hat gesagt, gerade gegen euren neuen Arbeitgeber müsst ihr zeigen, was ihr wirklich drauf habt, damit die euch mit Respekt empfangen. Marc Nutz lässt sich sehr weit zurückfallen. Strauß sofort attackiert von Kainz und zwingt Strauß zu diesem Fehlpass. Prosenik, Marc bei ihm. Kainz. Fehlt an und für sich sein genialer Mitspieler Robert Beric. Denn Kainz hat 7 Tore vorbereitet in der Saison, 5 davon für Robert Beric. Die restlichen 2 für Schobesberger, aber der sitzt auch vorerst mal auf der Bank. Ja, gut gemacht von Schütz. Tommy. Schütz, wieder kommt er mit nach vorne. Bleibt Husbeck im Rückraum. Tommy. Aber gar nichts. Missverständnis zwischen Schwab und Schrammel, den aber Strauß nicht nutzen kann. Und Strobel. Weiß nicht wohin mit dem Ball. Ja, die Grödiger haben nicht allzu viele Alternativen. Gschweidl bei der U20 WM, Potzmann verletzt, Cabrera verletzt, Handle verletzt, Hart verletzt, also dementsprechend eher dünn besetzt die Bank der Salzburger. Husbeck. Schöner Ball, sehr schöner Ball, aber gut mitgespielt von Marko Maric. Benuto ist in diese Lücke hineingestartet. Mal zu schauen, der Pass von Schwab. Dibor. Gut herausgespielt, Kainz. Wieder kommt Schrammel mit. Schöner Ball für Prosenik. Gut gespielt, Deniala. Der bleibt hängen. Minuto. Sande hat keine einfache Zeit gehabt in Salzburg. Als er ankam, verstarb seine Mutter, die ein Jahr lang nicht gesehen hatte. Dann erst später kam die Familie nach, aber die ist inzwischen auch schon wieder zurück, weil das Visum abgelaufen ist. Kein Abseits, kein Abseits. Schaub, schöner Haken, aber schwacher Abschluss. Mit dem Rechten. Aber schön direkt in die Spitze gespielt. Keins ideal gespielt. Schöner Haken um Marker rum. Der Abschluss passt nicht. Also sieht so aus, als hätte Keins doch seine neuen Mitspieler gefunden. Beric und Schobesberger eben erstmal nicht mit dabei sind. Sonnleitner. Heute in seinem 290. Bundesligaspiel. 161 davon für Rapid. Schütz interpretiert den Außenverteidigerposten sehr offensiv. Die ist da Kainz ganz alleine hinten.
Strauß. Notz, wieder der schnelle Pass in die Spitze. Gut aufgepasst von Schrammel. Schwab. Nach seiner Gelbsperre wieder zurück. Guter Zweikampf von Strauß. Setzt sehr gut seinen kräftigen Körper ein. Gegen Kainz. Foulspiel von Strobel. Tja, sehr gemütlicher Beginn, 9 Minuten gespielt und das war das erste Foul erst in diesem Spiel. Okay. Attackiert früh. Strobel, Völkel. Sein erstes Bundesligator erzielt gegen Ried. Ein typischer Grüdig-Treffer, nämlich per Kopf. Husberg. Schlechter Pass, gedacht war er für Nutz. Rosenig. Links Schaub, der hat die Seite gewechselt. Eins im Zentrum. Erstmal ist Pavelic mit nach vorne gekommen. Tomic. Foulspiel von Sonnleitner. Er ist an und für sich immer gesetzt, nur Altach hat ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das ist die prominent besetzte Bank der Rapita. Da gibt es natürlich jede Menge Qualität, jede Menge Stammspieler sitzen da. Dass er früh verlassen muss den Alltag durch einen Platzverweis, dann ein Spiel Sperre. Das waren die Minuten, die er versäumte im Rapid-Stress. Ansonsten immer mit dabei, Mario Sonnleitner. Zuletzt dran. Nutz. Jetzt hat er Platz. Verfolgt von Schwab. Strobel. Völkel. Erstmals alle Rapidler in der eigenen Hälfte. Minuto. Strobel. Nutz holt sich den Ball zurück. Sonnleit. Grauwatz. Von Rosenig. Jala, gut gemacht. Eins. Schrammel. Schöner Angriff über die Seite, nur der Abschluss fehlte. Vor allem die Defensive hat sich sehr stabilisiert bei Rapid. Haben schon 12 Mal zu 0 gespielt in dieser Saison. Nur Altach schaffte das öfter, nämlich 14 Mal. Das ist der Grundstein, um zu punkten.
Kopfball Nummer 2 für Rapid. Noch keine Viertelstunde gespielt. Strobel, die Gegner. Staub, gespielt. Jetzt. Und Schwab, abgeblockt von Marc. Minuto, auch noch nichts entschieden, was mit ihm passiert. Die Grüdiger hätten ihn gerne noch ein Jahr leihweise von Salzburg. Nutz. Bei ihm. Ganz alleine auf sich gestellt. Manuel Sande. Läuft viel über die linke Seite bei Rapid. Über Kainz, über Schrammel. Da kommen auch die gefährlichsten Szenen zustande. Marc klärt. Wieder gibt es Eckball. Gegentore kassierten die Grüdiger nach Ecken. Tommy. Zwölf. Weiter Ausflug von Marko Maric war eigentlich nicht notwendig. Sieht so aus, als ob das im Matchplan der Grüdiger stehen würde, wenn Rapid sich die eigene Hälfte zurückzieht, dass man dann den Ball in den eigenen Reihen hält und damit Rapid rauslockt, um mehr Platz zu finden. Minuto gegen Pavelic. Am Ende scheitert er an Deniala. Wieder Eckball. Champions League Qualifikationsplatz erreicht, Platz 2. Und vor allem, man hat den Abstand zu Meister Salzburg verkürzen können in dieser Saison. Auch das sicher ein Erfolg der Rapid-Mannschaft. Rauwarts zurück zu Matic. Zwei Remis und eine Niederlage setzte es für Rapid in Grüdig bisher. Und vor allem, sie kassierten immer mindestens zwei Gegentore. Deshalb sprach auch Zoki Barisic beim Spiel, dass sie hier
verloren haben von der schlechtesten Auswärtssaisonleistung, die Rapid in dieser Saison ablieferte. Umgekehrt schwärmte natürlich Michi Bauer davon, vor allem von der ersten Halbzeit gegen Rapid. Zu weit der Pass von Schwab für Pavelic. Heute findet ja das Nachtragsspiel statt. Deshalb gibt es dann die Runde, die Abschlussrunde am Sonntag, 15.30 Uhr. Alle Spiele zur gleichen Zeit. Grödig empfängt zum Beispiel die Admira. Und da geht es ja vor allem für die Admira um sehr viel. Michi Bauer, ja, es schien nicht immer die Sonne auf ihn herunter in dieser Saison, wackelte im Frühjahr gehörig und hat dann immer wieder jene Spiele, die es zu gewinnen galt, tatsächlich gewonnen. Und deshalb ist der Trainer in Grödig geblieben. Aber nicht vergessen, dass viele Leistungsträger gefehlt haben im Frühjahr. Cabrera, Tommy, lange Zeit weg, Cabrera noch immer verletzt. Hat ihm out, aber zuletzt dran. Spiel von Sande. Der Michi Bauer hat auch noch nicht so richtig die Position, glaube ich, gefunden für Sande. Zu Beginn in seinen ersten Versuchen spielt er auf der Seite. Jetzt versucht er es als Sturmspitze. Da das Spiel hier in Grödig auch anders als das, das er kannte von Vietnam. Da konnte er als Freigeist vorne rumtollen, sich feiern lassen, und die Defensive, die überließ er den anderen. Das geht natürlich in Grödig nicht. Nutz, Tommy. Kann den Ball nicht mitnehmen in den Strafraum hinein. Dieser Ball zu lang, kein Problem für Stankovic. 50 Bundesligaspiele hat er genau absolviert. Er kam ja aus Horn, mit dem er dort zusammen spielte. Der sitzt auf der Bank, nämlich Behrendt. Notz, Osbeck. Muss warten, keine Unterstützung. Eher zufällig, dass der Ball dann bei Nutz landet, aber da war keiner in der Nähe, der ihm Hilfe anbot. Schütz, sehr aktiv, ersetzt Potzmann bisher quasi 1:1. Potzmann normalerweise der Mann mit den meisten Ballkontakten bei Grödig. Heute in diesem Spiel, in den 23 Minuten, hat er, nämlich Schütz, die meisten Ballkontakte der Grödiger. Kovac. Fehler bei Grachowatz. Benuto. Jawohl. Erster gefährlicher Abschluss der Grödiger nach 23 Minuten. Ein quirliger Spieler, auch er fehlte den Grödigern im Frühjahr. Erst sein 10. Einsatz für Grödig. Hat zwar noch kein Tor erzielt, aber immer wieder quirlig unterwegs, schnell auf den Beinen. Wieselflink und auch ein guter Dribbler, ein guter Techniker.
das Schuhwerk nach. Kerze von Sonnleitner. Voilà. Strauß macht seine Sache bisher sehr gut. Genauso trocken spielt er gegen Ried, gegen Tomala. Sande wartet zu lange. Dibon dazwischen. Schwab. Schöner Ball. Schöner Ball. Keins rechtzeitig gestartet. Naja, das wäre so ein Konter aus dem berühmten Lehrbuch gewesen. Startet nach vorne. Dibon bei Sande. Venuto. Sucht Rusbeck. Okay, eher untypisch, dass Tommy der Ball so weit vom Fuß wegspringt. Völkel. Die Grüdiger haben in den letzten Minuten mehr Kontrolle über das Spiel, über den Ball gebracht. Rutscht Völkel weg. Eins zeigt dann, bin völlig frei. Nach hinten wieder Keins, der auffälligste bei den Rapidlern. Schau. Marc und Strauß machen bisher die Mitte sehr gut zu, deshalb für Brusenik noch ein schwerer Stand. Am Trikot von Tommy. War schon im Seitenhaut. Klar, 8 Veränderungen, das geht nicht spurlos an einer Mannschaft vorbei, auch wenn man sich täglich im Training sieht, zusammen Spielformen absolviert. Jeder für sich weiß, was der Trainer von der Mannschaft verlangt, aber automatisch geht da noch gar nichts. Aller zu Recht protestiert er, von Strauß gehalten. Minuto. Nutz. Rusbeck. Hätte da einfach prallen lassen. Aber das wäre auch eine Distanz gewesen, aus der Nutz selbst abschließen hätte können. Rosenik. Marc. Ruhig. Tja, gegen Sonnleitner wird schwierig, ein Laufduell zu gewinnen. Sonnleitner gehört sicher zu den schnellsten Abwehrspielern in der Liga, wenn er nicht der schnellste sogar ist. Pass auf Dibon. Novatz. Ala. Immer wieder wird die linke Seite gesucht bei Rapid. Von der Seite kommen auch die gefährlicheren Aktionen, aber
rausgekommen. Ist nur eine gute Möglichkeit, die hatte Schaub in der 8. Minute. Auf der anderen Seite der Mann, der jetzt am Ball ist, Venuto. Eine Viertelstunde später. Minuto. Voilà, lässt das Bein stehen. Halbe Stunde gespielt. Zwei Mannschaften, die bemüht sind, spielerisch zum Erfolg zu kommen. Aber irgendwie merkt man schon, es geht nicht wirklich mehr ums Überleben. Nutz wird den Freistoß treten, Schaub und Kainz in der Mauer. Rüdiger haben erst 13 Tore aus Standards erzielen können. Wenn man davon 4 Strafstöße abzieht, dann bleiben gar nur mehr 9 Tore über. Gedacht für Usbek. Janko und Barisic im Dialog. Rosenig gegen Mark. 1. Völkel. Schlechter Ball. Liegt auf dem Fuß von Pavelic. Es fehlen die zündenden Ideen. Schaub. Schaub verfolgt von Tommy. Kainz jetzt auf der rechten Seite. Da sollte jetzt auch über rechts was gehen. Und so ist es auch. Bringt Pavelic ins Spiel. Wieder mal Mark, der den Stangelpass verhindert. An Ecken, Rapid klar vorne, da ist es 5:0 für die Grün-Weißen. Sind sehr anfällig, die Grüdiger. Hohen Bällen, Kopfbälle. Die sind immer wieder gefährlich, die Kopfbälle des Gegners. Haben schon 7 Kopfball-Gegentore hinnehmen müssen. Verfliegt sich auch Stankovic etwas. Das Foulspiel an Strobel bringt den Freistoß für Grünig. Im letzten Spiel, da musste Christian Dinter gar nicht in die Tasche greifen. Ohne einer einzigen gelben Karte kam er aus. Noch heute gab es noch keinen Grund dazu. Minuto. Zu einfach. Gut gesehen von Dibon. Schaub. Gefault. Von Völkel. Sieger gegen Alla. Und jetzt verliert er das Duell mit Brosinic, trifft dessen Knöchel.
Köpenick. Gut gesehen von Schütz. Also bisher gefällt er mir sehr gut auf dieser Position, dafür, dass er das noch nie gespielt hat. Aber es gibt ja oft so Momente, da wird ein Trainer gezwungen, einen Spieler auf eine Position zu stellen, die er vorher nie gespielt hatte. Das ging Michi Bauer auch so mit Robert Strobel, der immer nur Außenverteidiger gespielt hat. Und dann musste er in die Innenverteidigung und plötzlich fühlt er sich wohl auf dieser Position und spielt sie auch sehr zufriedenstellend. Tja, morgen Vienna Güssing. Steht es in der Serie 1-0 für Güssing, zweites Finalspiel. Und ich kann Ihnen garantieren, nach 35 Minuten steht es zwischen Vienna und Güssing nicht 0-0. Zu weit für Kainz. Viele Fehler im Spielaufbau, das gilt für beide Mannschaften. Chancenarm das Spiel bisher, gerade mal zweimal, wo sich der Pulsschlag kurzweilig von 60 auf 62 erhöhte. Aber keine Fouls, keine gelben Karten und keine Verletzten bisher. Gibbon und Sonnleitner. Was auch noch nicht ein schweißtreibender Arbeitstag in der Innenverteidigung. Schaub. Kainz bleibt auf der rechten Seite. Da, wo Kainz ist, da entsteht zumindest ein kleiner Funken von Gefahr. Dabei haben sich die Grödiger in dieser Saison, vor allem in der ersten Hälfte, meist stark präsentiert. Nur Salzburg schaffte in der ersten Hälfte mehr Tore zu erzielen als die Grödiger. Das haben sie auch zuletzt gegen Ried gezeigt. Hälfte 1, 2 Tore. Völkel unter den Torschützen und einmal mischte sich Leiner mit einem Eigentor ein. Heute haben wir gerade mal eine Chance notiert für die Grödiger. Da war der Ball schon draußen. Deshalb Abstoß. Schaub, vielleicht ein Energieanfall von ihm. Ja, den musste Stankovic so entschärfen, denn das war ein gezieltes Rückspiel von Marc. Prosenik setzte nach.
Sande. Völkel, Usbek. Usbek. Ah, schon wieder dieser schlampige Pass zur Mitte. Wieder war der Ball gedacht für Nutz. Tja, wenn einer durchzieht, dann muss man eigentlich nur seinen eigenen Ständen dagegen halten. Dann geht man meist als Zweikampfsieger raus. Schaub! Wieder geblockt. Und wieder gibt es Eckball. Das halbe Dutzend ist voll an Eckbällen. Sich ein Zuspiel auf die rechte Seite wohl ausgezahlt. Schaub sieht keins nicht, er war ganz alleine. Da traf er die falsche Entscheidung, aber der braucht auch wieder Spielpraxis nach seinem Mittelfußbruch. Es geht nicht von heute auf morgen. Hohen Bälle bereiten bisher den Grödigern keine Probleme. Babelic gegen Minuto. 40 Minuten sind um. Tja, und wenn Sie erst später dazugekommen sind, kein Problem. Naja, da sind Sie. Peter Zeidler wird auch spielen am Freitag hier mit seiner Mannschaft, mit dem FC Liefering gegen Mattersburg. Aber da geht es ja mehr oder minder um die Ehre, zumindest um einen Meistertitel. Mattersburg droben. Spannender ist es natürlich, wer muss runter. Also diesen Freitag sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Wie gesagt, sollten Sie erst später eingeschaltet haben. In der Pause werden Ihnen Gerhard Krabat und Peter Schöttl alle Highlights dieser ersten Hälfte noch einmal zeigen. Guter Versuch von Schaub, aber war dann doch einen halben Schritt zu spät dran. Minuto startet nach innen, nutzt, rutscht der Ball über den Rist, deshalb geht der Ball nach außen. Drei Minuten noch. Gibt es den Pausentee? Ala. Ala. Wir freuen uns. 43. Minute. Das war der erste Schuss auf eines der beiden Tore. Ala den Ball nicht gut trifft, aber wenigstens mal eine schöne Einzelleistung. Schöner Haken vorbei an Schütz. Und dann hin zum starken linken Fuß. So, da schießt Ala dann Schwab ans Knie. Und den Freistoß, den bekommen die Grödiger. Foulspiel von Schwab. Heute in seinem 120. Bundesligaspiel. 19 Tore hat er insgesamt erzielt. Für Admira und für Rapid. Die Bonn.
sehr bemüht, das Spiel an sich zu reißen. Aber auch immer wieder ungenaue Bälle, ungenaue Pässe. Avelic. Schrammel. Guter Pass. Gala kann den Ball nicht mitnehmen. Strauß, Zweikampfsieger. Geht noch was auf Grödiger Seite. Husbeck ist ja auch noch nicht so stark. Sehr starkes Auftreten von Husbeck und Nutz gegen Ried. Vor allem in der ersten Hälfte waren die beiden nicht zu stoppen von den Oberösterreichern. Heute sieht das alles ganz anders aus. Schaub. Schaub. Ungeschickt von Strauß, stellt sich frontal als Abwehrspieler gegen Schaub. Und da bleibt dem Abwehrspieler dann leider keine andere Möglichkeit, als nur mal das Bein auszufahren. Mit einem Haken ist er vorbei an ihm. Und das gibt jetzt noch eine gute Gelegenheit, denn die Distanz äußerst günstig für Rapid. Geniala oder Grahovac, links oder rechts ist die Frage. Raus kommt ein Eckball, der wird aber nicht mehr abgespielt. Schiedsrichter Dinter hat keine Probleme mit diesem Spiel. Pfeift zum Pausentee. Ich bin gespannt, ob Zoki Barisic personell reagieren wird oder diesen Elf noch eine weitere Möglichkeit gibt, sich zu zeigen. Grödig, Rapid, sehr überschaubar, torlos, 0:0. Ja, ich bin gespannt, wie unser Experte diese ersten 45 Minuten gesehen hat. Ein Highlight sicher Daniel Schütz, erstmals als Außenverteidiger. Auf der anderen Seite der auffälligste bei Grün-Weiß, das war in jedem Fall Florian Kainz. Chancen hat es nicht viele gegeben. Einen einzigen Schuss auf ein Gehäuse durch Ahler in der 43. Benuto hatte eine Möglichkeit für Grödig. Und Schaub einen in der 8. Der noch Grödiger, aber bald Rapidler Stefan Nutz jetzt beim Inter. Ja, Stefan Nutz, wie haben es Ihnen gefallen, die ersten 45 Minuten gegen Ihren zukünftigen Arbeitgeber? Um ehrlich zu sein, hat es mir gar nicht gefallen. Ich glaube, ja, das Spiel ist nicht auf einem sehr hohen Niveau. Der Platz ist nicht einfach zum Spielen, es ist sehr rutschig und ja, es passieren sehr viele Passfehler und ja, beide Mannschaften vertändeln sich in der Offensive, dann sind immer ganz große Räume. Ja, ich glaube, wir müssen das einfach viel besser fertig spielen. Ja, es könnte ja ein offener Schlagabtausch sein, man hat wenig zu verlieren, zu riskieren. Wieso ist er das noch nicht und auch von der Intensität her? Ja, keine Ahnung. Wir wollten eigentlich auf Pressing spielen, ja, das gelingt uns überhaupt nicht. Ja, ich weiß nicht, ob wir schon ein bisschen müde sind, die Saison ist ziemlich lang. Ich habe keine Ahnung. Danke. Sehr positiv, die ehrlichen Worte von Stefan Nutz. Und dabei muss man ja sagen, als Spieler fühlt man ja ein Spiel oft gar nicht so schlecht wie als Zuschauer. Aber wenn er das schon so fühlt, dann sagt das einiges. Das sind die Zahlen dieser ersten 45 Minuten, viel Ballbesitz der Rapidler, weil sie sich in der eigenen Hälfte die Bälle zuschieben können. Zweikämpfe, ja, die sind nicht wirklich intensiv, da haben vor allem Marco und Strauß immer wieder Übergewicht in der Innenverteidigung. Die Passgenauigkeit, die sieht ja sogar noch gut aus auf diesem Blatt Papier. In Wahrheit war sie eigentlich vom Gefühl her sogar noch etwas schwächer. Aber es gab sicher einige Highlights, die uns unser Experte jetzt nahebringen wird. Noch keine Treffer also in Grödig. Nachholspiel zur 34. Runde. Grödig gegen Rapid. Willkommen zur Pausenanalyse, Peter Schöttl. Ja, highlightsmäßig schaut es nicht allzu gut aus. Wie schwierig wird es denn, dieses Spiel positiv zu verkaufen? Also von dem vorher erhofften Offensivspektakel sind wir leider weit entfernt. Wie gesagt, ein Schuss aufs Tor ist natürlich sehr wenig, obwohl man... Wir sitzen da ganz gut. Es hätte wahnsinnig viele interessante Szenen geben können. Nur so viele 4-gegen-3-Situationen, 5-gegen-4-Situationen. Beide Mannschaften wollen schon offensiv spielen.
Aber entweder kommt der letzte Pass dann oder aber auch, muss man auch sagen, im Fall von Grödig, dass Mark und Strauß, die zwei Innenverteidiger von Grödig, immer wieder einen Fuß dazwischen bringen, dass die Rapidler kaum zu Chancen kommen. Es wirkt irgendwie so wie ein Schaulaufen unter Test, unter Wettkampfbedingungen, unter Testspielbedingungen, hätte ich fast gesagt. Ist es irgendwie menschlich auch nachvollziehbar, wenn Saisonziele erreicht sind, dass sich da keiner mehr sonderlich wehtun will? Menschlich ist vieles nachvollziehbar. Wir hätten uns trotzdem mehr erwartet, weil ja, der Rasen ja jetzt seit er neu ist, ja wirklich auch ein attraktives Spiel zulässt. Aber beide Mannschaften sind so im letzten Drittel ein bisschen zu umständlich. Rapid ist schon klarer in ihrem Spiel und hat auch mehr Ballbesitz, kommt aber nicht wirklich durch und die Grödiger sind in ihren Kontern auch zu unpräzise. Die Rapidler sind einmal zumindest durchgekommen, in Minute 8 war es, und zwar in Person von Luis Schaub nach einem recht schönen Pass von Kainz. Peter, das macht er technisch sauber, aber irgendwie fehlt der nötige Nachdruck dann beim endgültigen Abschluss. Ja, macht den Haken sehr schön, hat ihn dann auf seinem schwächeren rechten Fuß, ist unter Druck, also beide Verteidiger sind wieder da und trifft das Tor nicht, aber das war zumindest etwas, wo der Pass in die Tiefe von Kainz sehr schön gespielt war und der Louis macht es auch sehr schön, er trifft das Tor nicht. Dann haben wir eine Soloaktion der Grödiger, und zwar von Lukas Venuto, der Leihspieler vom FC Liefering, setzt sich hier einmal in Szene. Auch da, Peter, das sind ja keine ganz konkreten Dinge. Nein, aber Venuto ist zumindest 4-5 Mal, hat er diese 1-gegen-1-Situation gegen Pavelic gesucht. Und ja, er ist noch einer, zumindest in der ersten halben Stunde, war er einer, der auffälliger war, der versucht hat, vorbeizukommen. Ansonsten hat Rapid eigentlich, je länger das Spiel gedauert hat, schon immer mehr Kontrolle über dieses Spiel bekommen. Rapid aber auch mit viel Veränderung, mit viel Rotation. Da sind viele Kracher heute nur auf der Ersatzbank. Hat sich das auch ganz klar gezeigt in der ersten Spielhälfte? Also ich finde, dass Rapid sehr, sehr ausgeglichen mittlerweile aufgestellt ist. Und wenn ich daran denke, dass da die Offensivabteilung von Grödig nächstes Jahr auch noch dazu kommt, mit Tommy, mit Husbeck und Nutz, dann wird es ein richtiges Gerangel geben um die offensiven Positionen bei Rapid. Natürlich ist es ungewöhnlich, dass du 8 Spieler auswechselst, aber es ist andererseits auch ein Zeichen für den gesamten Kader, dass sie alle dazugehören, und ist sicher für das Mannschaftsklima sehr wichtig. Gespannt zugehört, Peter Schöttl, glauben Sie dran, dass Berit Schobesberger kommende Saison auch bei Rapid spielen werden? Also ich habe jetzt nichts anderes gehört. Bei Schobesberger denke ich auf alle Fälle, dass es für ihn sinnvoll wäre, seine guten Leistungen der letzten oder seine sehr guten Leistungen der letzten Monate zu bestätigen. Also das würde mir jetzt, wäre mir zu früh, wenn er jetzt einen Schritt ins Ausland macht. Bei Beric ist es was anderes. Also der ist schon länger dabei, der hat eine tolle Saison mit vielen Toren hinter sich, und das weckt Begehrlichkeit natürlich bei dem einen oder anderen Verein auch im Ausland. Da wäre ich mir nicht so sicher, aber ich denke, Schobesberger sollte schon auf alle Fälle noch bleiben. Reden wir noch kurz über die Grödiger, die im Sommer zu Rapid gehen werden. Husbeck, Tommy, Nutz. Sie haben schon gesagt, da wird es ein Gerangel geben auf den Offensivpositionen. Glauben Sie, dass sich die dort durchsetzen können? Also leicht wird es nicht, denn hier sind sie sowas wie die Platzhirschen hier in Grödig, wo ihnen auch die Zeit gegeben wurde, sich zu entwickeln. Jetzt kommen sie in ein Team, wo die Konkurrenz groß ist, speziell in der Offensive. Und nichtsdestotrotz hat jeder der drei hohe Qualität. Also Nutz mit seinen guten Pässen, mit seinen Standardsituationen, mit seiner Fähigkeit, das Spiel zu lesen, und Husbeck mit seiner Dynamik, mit seiner Schnelligkeit und auch Tommy mit seiner Erfahrung, mit seinem, bei Tommy sage ich immer, der spielt wie ein Erwachsener, also der spielt nicht mehr kindlich wie so viele andere in dieser Liga, sondern der weiß, wie er den Körper hinschaut, der weiß, wie er Foul zieht, der weiß, wie er den einen oder anderen auch provoziert, der kann Tore machen. Also ich glaube schon, dass auch Tommy ein wichtiger Spieler für Rapid werden könnte. Tommy, von ihm haben wir gerade gesprochen. Der Neurapidler hat sich gerade unterhalten mit Kainz. Es gibt eine Veränderung, und zwar bei Grödig.
Marcinko kommt für Strobel neu ins Spiel. Marcinko, der gestern etwas kränkelte, deshalb vorerst nur auf der Bank gesessen. Also er nimmt seine angestammte Position ein, links in der Viererabwehrkette. Bei Rapid sehe ich keine Veränderung, aber erfahrungsgemäß wird er dann so ab einer Stunde davon Gebrauch gemacht. Aber wahrscheinlich möchte auch Zoki Barisic, dass sich diejenigen, die jetzt immer wieder in der zweiten Reihe standen, fleißig trainierten, wie er gesagt hat, nie aufmuckten, dass die ihre Chance bekommen, auch mal länger zu spielen und zu zeigen, was sie drauf haben. Wir würden uns freuen, wenn sie alles zeigen würden in den zweiten 45 Minuten. Bisher ein eher chancenarmes Spiel in den ersten 45 Minuten. Logische Folge, ein torloses 0:0. Das schafften die Grödiger auch in den letzten drei Bundesligaspielen, auch ohne Gegentor nach der ersten Hälfte, aber danach schlug es immer wieder ein. Mal schauen, ob Rapid es heute nutzen kann. Haller, auch wieder sein ungenauer Pass für Schaub zu ungenau, für Kainz nicht scharf genug. Und auch Sande hat bisher noch nicht viel zeigen können, das, was sich Michi Bauer von ihm vielleicht erwartet hat. Dass heute so richtig der Knoten platzt, hält er bei zwei Treffern. Zuletzt getroffen zu Hause gegen Wolfsberg. Ein schönes Tor hatte gemacht in Ried. Aber heute kam er noch zu gar keiner Möglichkeit. Schwab, Schwab, Ala, Krosinek. Dann wäre der Ball durchgegangen, hätte seine Abseitsstellung gegeben. Foulspiel an Minuto von Pavelic. Marcinko erstmals. Mark hält seine Viererabwehrkette sehr gut zusammen. Ein ruhiger, spielt genau das, was er kann, geht sehr konsequent in die Zweikämpfe, genauso wie Strauß. Ein Foul mit Ansage. Routine von Schwab, siegte gegen Übereifer von Völkel. Hat Schwab nur mehr gewartet, dass Völkel ihn anspringt. Nutz. Tommy überrascht, vor allem über die Höhe des Balles, der landete an seinem Oberschenkel. Kainz, Foulspiel von Schütz. Die Verteidiger der Rapidler kommen klarerweise mit nach vorne. Da sind damals die Grödiger unsortiert, haben schon 8 Gegentore durch Verteidiger hinnehmen müssen, zuletzt auch in Altach durch Zech. Muss noch gespräht werden. Dieborn Sonnleitner vorne. Sonnleitner hält bei 2 Saisontoren. Eines hat er immer gemacht in einer Saison, seinen Rekord schafft er letzte Saison mit 4 Treffern. Aber kommt nicht zum Kopfball. Schaub. Cinco trifft zwar den Ball nicht gut, aber er landet trotzdem bei Venuto. Horvatz. Gute Idee, das Spiel zu verlagern. Schlechte Idee. Schrammel versuchte, den Ball anzunehmen. Die Hand sehr hoch von Ala. Ein
Auch Sonnleitner bringt den Ball nicht vorbei an Nutz. Schöner Chip von Nutz. Der höchste Schuss in diesem Spiel, abgefeuert von Sandy. Aber hier zeigt er seine Klasse, sein Gefühl aus dem Fußgelenk heraus. Gedacht war er für Tommy. Kam in Rücklage beim Abschluss, dementsprechend die gute Höhe des Balles. Auch hier herrliche Ballannahme von Nutz. Ball springt genau dahin, wo er ihn haben möchte. Völkel bleibt liegen, Spiel läuft weiter. Und weil Pavelic das nicht sieht, unterbricht Schiedsrichter Dinter. Der hält sich das Knie. Robert Völkel. Ein Zusammenstoß, kein Foul an Völkel, einfach unglücklich passiert. Ja, sowieso keiner, der im Normalfall austeilt, Louis Schaub. Hat sein letztes Tor, Louis Schaub, erzielt gegen Grödig. Das war beim klaren 4:0 Heimsieg. Bei Völkel nicht weitergeht, wäre der logische Ersatz für ihn Brauer, Timo Brauer, der normalerweise an seiner Seite spielt. Aber so wie es aussieht, geht es weiter bei Robert Völkel. Weiter geht's mit dem Schiedsrichterball. Dann den spiele ich mal zu meinen zukünftigen Mitspielern und der Pass kommt an. Es hat zumindest den Anschein, das was wir von Stefan Nutz gehört haben im Pauseninterview, was die Grödiger vorhatten, nämlich früher die Rapidler zu attackieren, früher unter Druck zu setzen, was ihnen gar nicht gelang in den ersten 45 Minuten. Sie versuchen es zumindest. War schwer zu nehmen für Usbek, der Ball kam über seinen Rücken auf den Fuß. Hat sich wirklich gemausert vom defensiven Mittelfeldspieler zu einem sehr guten Innenverteidiger. Deshalb fragt auch keiner mehr nach Cabrera und der wird auch keine Vertragsverlängerung bekommen. Zu verletzungsanfällig. Der Spanier. Gerade mal 13 Spiele absolviert in dieser Saison, Cabrera. Ala, jetzt wäre Platz. Pavelic. Eckball. Bisher ging keine Gefahr von den Eckbällen der Rapidler raus, aber sie haben schon 7 Tore nach Eckball erzielen können. Wieder frühzeitig abgefangen. Das ist ein Ball für Venuto. Jetzt heißt es auf und davon. Viele laufen nicht mit. Das war die falsche Entscheidung.
nicht an bei Nutz. Da sollte er hin. Schwab gefault von Tommy. Schrammel. Ja, von der Idee her gut, es mal mit einem flachen Ball zu versuchen, denn die hohen Bälle räumen bisher Strauß und Marc souverän weg. Da stoßen zwei Grödiger zusammen. Sunday der eine. Den zweiten habe ich noch nicht erkannt. Husbeck war es. Das nennt man falsche Laufwege. Direkt vor den Sanitätern. Zuckt man aber nicht mal mit dem Auge. Steht wieder, wischt sich die Seitenlinie vom Gesicht. Und auch bei Husbeck geht es wieder weiter. Schön gespielt von Schwab. Da hat aber Marcinko großes Risiko genommen und geht als Verlierer zu Boden gegen Babelic. Da springt ihm der Ball etwas weg, aber hat viel Effekt, dreht dann im letzten Moment nach außen der Ball. Auch Babelic. Was abbekommen. So, und in der Mitte scheint es bei Völkel nicht mehr weiterzugehen. Zumindest deutet Schiedsrichter Tinder an, dass der raus muss. Kniete auch fast. Neben Tommy hat sich mit ihm abgesprochen. Das war die Szene von zuvor, als er behandelt wurde. War kein Foulspiel, sondern auch ein Zusammenprall mit Louis Schaub, wenn Sie sich erinnern können. Ja, und klar, wer für ihn kommt, haben wir schon vorher angesprochen. Timo Brauer ist es. Für sich fast immer gesetzt, hat 32 Saisonspiele absolviert. Einmal und zweimal fehlte er wegen Gelbsperren, ansonsten immer gesetzt. War fast überraschend, dass er heute mal auf der Bank beginnt. Cinco geht's wieder. Brauer, erste Ballberührung. Ja, die kann er schon. Also ich glaube, dieser Stefan Nutz, das wird in jedem Fall eine Bereicherung für Rapid. Wenn er dann die notwendigen Mitspieler hat, die in die Räume gehen, in die Nutz den Ball spielen kann. So einer ist das. Gesehen auf Tommy. Brauer. Ja, wir freuen uns. Zweiter Schuss aufs Tor. Erster nach der Pause. Ausgerechnet Timo Brauer. Ohne Tor in dieser Saison, aber das ist auch nicht seine Hauptaufgabe als defensiver Mittelfeldspieler, aber wenn man einen schießt, dann ist der Trainer auch nicht unbedingt verärgert darüber. Markus Schara, Michi Bauer,
als Team sehr gut zusammen. Immer wieder Gespräche zwischen den beiden, da gibt es keine Alleinfahrten, nur von Michi Bauer. Marc, ja, jetzt aber. Matthias Marc, der hat schon ein Tor erzielt in dieser Saison. Das war im April, auswärts in Graz gegen Sturm. Freude. Keine große verbreitet, weil es die 1:2 Niederlage setzte. Eine Stunde um. Schütz. Schramme schnell als Husbeck. Strauß auch sehr einfach das, was er spielt, aber das ist das Wirkungsvolle bei ihm. Das wird sicher das große Problem werden bei Grödig im nächsten Jahr. Es gibt sehr viele solide Fußballer, die spielen auch so. Im Zweikampf gehen. Ball erobern, den einfachen Pass und den meist auf Stefan Nutz. Und der ist und war zuständig für die kreativen Geistesblitze im Spiel. Wer soll diese Position übernehmen? Gerüchteweise hört man, das sollte Wiener Neustadt absteigen, dass von dort der eine oder andere hierher nach Grödig wechseln könnte, aber die Entscheidung, wer absteigt, die fällt erst am Sonntag. Die Admira hier zu Gast. Wiener Neustadt hat auch noch die Chance. Foulspiel an Sandy. Sonnleitner. Er spielt schon jede Menge Bundesligaspiele, seitdem er bei der vierten gelben Karte hält. Aber schafft es ohne eine weitere. Eins. Schrammel. Schöner Ball! Jawohl! Das war ja ein richtiger ausgespielter Angriff mit einem wunderschönen Abschluss von Brosinic. Wieder eingeleitet, kein Zufall. Von der linken Seite Kainz und Schrammel. Herrlich. Das war endlich ein schöner Angriff. Streichen wir dick an, 64. Minute. So spielt man über die Seite. Und da kann sich auch Stankovic zeigen, warum er zum besten Torhüter der Liga gewählt wurde. Bewegung in jedem Fall schon auf der Rapid-Bank. Da wird es in absehbarer Zeit sicher den einen oder anderen Wechsel geben. Ich sehe zumindest, dass sich Philipp Schobesberger schon mal langsam die Trainingsklamotten auszieht. Motor auf der rechten Seite, Brauer, Husbeck. Ja, er wird gesucht, Nutz, aber sofort Schwab bei ihm. Foulspiel von Husbeck.
und auch Steffen Hofmann, wie es aussieht. Auch er wird bald kommen. Jamin, der sich noch matchen kann in dieser Saison. Er hält ja zusammen mit Soriano bei 91 Bundesliga-Toren, also die meisten aller noch aktiven Bundesliga-Spielern. Marcinko. Das wäre schon möglich gewesen, den Ball in den Lauf von Sande zu spielen. Hat er gezögert. Da war die Lücke frei. Venuto. Auch Brüdig wird nochmals wechseln. Ibon. So, jetzt kommt es zu den Wechseln. Louis Schaub geht raus. Für ihn kommt Steffen Hofmann. Aber die Chance vertan. So, die Barisic weitere Anweisungen, deshalb hat Schiedsrichter Dinter das Spiel fortsetzen lassen. Venuto. Pavelic. Marcinko. Bauer. Eher Raumverlust, den Raumgewinn. Mit der Brust weiterleiten. So, jetzt kommt es zum Wechsel. Durch Schaub. Eher durchwachsen. Seine Leistung. Aber dem muss man noch Zeit geben. Mittelfußbruch. Den muss man erst mal ausheilen. Dann muss man wieder körperlich fit werden. Und dann braucht man auch die Wettkampfpraxis. Und für Florian Kainz kommt Philipp Schobesberger. Kainz für mich der auffälligste Rapidler. Wenn was Gefährliches entstand, dann hatte meist Florian Kainz seinen Fuß im Spiel. Und für Husbeck ist das Spiel auch zu Ende. Geuginger kommt. Nicht sein Tag heute. Philipp Husbeck, so stark er gegen Ried aufspielte, immer wieder gut in Szene gesetzt von Nutz. So war das heute eher weniger, vor allem auffällig, wenn er dann den Ball hatte auf der rechten Seite in der Nähe des Strafraums. Das Zuspiel meist geplant, wieder auf Nutz. Verfehlte meist sein Ziel. Schobesberger bleibt auf der linken Seite. Also exakt auf der Position von Kainz. Rosenick. Schöner Ball, ja. Wenn so ein Ball mal nicht ankommt, okay. Aber der Versuch, den Ball in die Tiefe zu spielen, sehr geschickt gemacht. Stankovic kommt auch rechtzeitig raus. Sande. Heuginger.
Platz für Tommy. Minuto. Und Grahovac. Gut gesehen von Marcinko. Das geplante Zuspiel von Hofmann. Und Maric. Dabei das Debüt von Schütz als Außenverteidiger, bisher 70 Minuten lang sehr geglückt. Wäre nicht der erste Außenstürmer, der umfunktioniert wird zum Außenverteidiger. Um sich rum sieht er nur Grüne. Kein einziger mit weißem Trikot, der sich ihm nähert, um ihn zu unterstützen. Meuginger bleibt hängen. Auch das machen die beiden Innenverteidiger sehr geschickt. Einer bei Rosenig oder beim Bietler, der am weitesten vorne steht, und einer von den beiden sichert ein paar Meter weiter hinten ab. Schrammel. Hofmann, Ballglück. Nach hinten. Schwab, Pavelic, Brauer sieht, was Pavelic vorhat, aber der Ball bleibt bei den Grün-Weißen. Schöner Schupfer, schöner Ball! Geht doch! Und Stankovic. Nach dem ersten Moment erst auf die Schulter gefallen, aber er hält sich die Wade. Was für Reaktionen von Stankovic. Schön dieser Schupfer von Grahovac. Alles richtig gemacht. Endlich mal schöne Angriffe über die Seite. Zum zweiten Mal Brosinic, der seinen Meister in Stankovic findet. Pah, was für eine Reaktion. Und dann nochmals Nachschuss von Schwab, aber der trifft den Ball nicht optimal. Trotzdem unangenehm für Stankovic. Also jetzt Rapid dem 1:0 sehr nahe. Ich habe noch kein Signal gesehen nach außen. Das sieht danach aus, als ob Stankovic weiterspielen könnte. Das ist der schöne Durchstecker von Grahovac. Und dann der ideale Ball für Brosinic. Ja, wer ihm vergönnt, auch mal ein Tor zu erzielen, wenn er in der Stammformation steht. Steffen Hofmann beim Eckball. Also Rapid klopft kräftig an. Sobisberger. Er startete seinen Tore-Run mit dem ersten Bundesliga-Treffer gegen Grödig. Venuto. Fehler von Pavelic, aber Schrammel bessert aus. Das dauert dann zu lange. Inzwischen
Rapid wieder vollzählig. Beim 4:0 war es, als Philipp Schobesberger sein erstes Bundesliga-Tor erzielte. Und danach startet er diese Serie mit 7 Spielen, in denen er immer getroffen hat. Diese schöne Serie ging zu Ende gegen Wiener Neustadt. Marcinko. Marc sehr weit aufgerückt, weil er sich um Brosinek kümmerte und der stand in diesem Teil des Feldes. Viertelstunde noch. Die Rapid-Viertelstunde wird auch eingefeuert, eingeraucht, eingeläutet. Hier haben wir sie, die Rapid-Fans, die das Signal an die Mannschaft weitergeben. Viertelstunde noch. Schöner Ball. Schobesberger, der auch ideal in die freien Räume startet. Und wieder mal Station Mark, aber das hat er nicht gut gemacht. Schlecht herausgespielt. Alla! Und Stankovic. Na, das lässt sich sehen jetzt in der zweiten Hälfte. Viel mehr Aktionen in diesem Spiel. Torabschlüsse und Schüsse auf das Tor. Schwierig für Stankovic, der geht auch raus, denn dieser Rauch, der ist beißend. Da können einem schon die Tränen kommen. Aber er behält bisher den Durchblick gegen die Rapid-Angreifer. Und abgeblockt von Dibon. Die Zuordnung bei den Grödigern. Marc, der kümmert sich hautnah um Brosinek, während dann Strauß, wie jetzt zu sehen, den zweiten, den freien Innenverteidiger macht. Schobesberger und Stankovic. Ja, wenn es über die Seite geht, dann wird es gefährlich. Zu lang für Nutz, zu kurz für Marcinko. Der zu lange für Hofmann. Jetzt bei Rapid, Pavelic, Schobesberger jetzt auf die rechte Seite gewechselt. Diese Bälle sind allesamt gefährlich. Mit viel Schnitt, mit der nötigen Schärfe, Brosinek mit der nötigen Härte. Das war seine letzte Aktion. Geht jetzt raus für Beric. Zwei starke Aktionen hatte Brosinek, 64. Minute der Kopfball und dann den Stangelpass, den er aufs Tor setzte in der 74. Minute. Das hätten allesamt Tore sein können, hat er gut abgeschlossen.
Aber die Hereinnahme von Beric und Jobesberger und Hofmann zeigt, dass Zoki Barisic in jedem Fall endlich den ersten Sieg landen möchte hier in Grödig. Jobesberger, Hofmann mit viel Platz. Ideal und wieder Stankovic. Alla. Den haben sie jetzt so richtig warm gespielt. Zizan Stankovic, herrlicher Pass. Wunderbare Übersicht. Auch aus dem Fußgelenk heraus und auch Alla, der sofort in diesen freien Raum sprintet. Stankovic hält die Null für Grödig. 10 Minuten vor Ende. Raus, Schobesberger nimmt Maß und trifft den Hintern von Brauer. Die 1:0-Führung für Rapid liegt in der Luft. Das alles vor den Rapid-Fans. Kurz gespielt von Ala. Schobesberger. Jetzt ist auch Spielwitz in dieser Partie. Nicht zu vergleichen, diese zweite Hälfte mit den ersten 45 Minuten. Frühe Balleroberung von Rapid. Grödig kann sich nicht befreien, Hofmann. Und sie stehen auch zu tief jetzt, die Grödiger. Alle am 16er um den 16er. Oh, hat er lange überlegt. Jetzt gibt es den Strafstoß für Rapid. Foul von Brauer. Und die Erklärung von Dibon. Damit geht es heute nicht ohne gelbe Karte, wie bei seinem vorletzten Antreten. Beric. Tja, da lässt Brauer das Bein stehen. Und Beric steht vor seinem 24. Saisontreffer. Drin ist er. 1:0 für Rapid. Die Führung, wenn auch aus einem Elfmeter, längst verdient. Insgesamt in der Bundesliga hält er nun bei 34 erzielten Toren. Das Außergewöhnliche dabei, nur ein einziges Tor erzielt er nicht im Strafraum, Robert Beric. Also eine echte Strafraum-Kobra, wobei einen Strafstoß kann man nicht außerhalb des 16-Meter-Raums schießen. Benotto. Und es gibt Eckball. Den ersten Eckball nach 84 Minuten für Grödig. Immerhin schon 5 Tore erzielten sie, auch dank der guten Eckbälle, die Nutz schießt. Letztes Heimspiel gegen Ried war Völkel der Torschütze. Per Köpfchen, aber der ist nicht mehr dabei. Missverständnis. Pacinko mit Nutz. Viel Platz im Mittelfeld. Ohne Druck. So schlechten Pass zu spielen von Schwab, das ist ärgerlich. Und zu hoch für Tommy, aber jetzt, nachdem Grödig zurückliegt, öffnen auch sie etwas die Handbremse. Die Grödiger kennen diese Situation. 0:1 Rückstand. 19 Mal lagen sie schon 0:1 zurück, haben aber immer noch 10 Punkte gemacht und darunter waren immerhin 3 Siege. Heuginger, Schütz. Mit Glück
Ball vorbei an Schrammel. Aber das Glück wird nicht ewig. Geuginger. Sandy lässt durch in der Hoffnung, dass Tommy näher am Ball steht. Jetzt freie Bahn für Beric. Der schüttelt Marka. Beric, aber nicht Sankovic. Ball abgefangen von Grahovac. Und offene Tür jetzt vor Stankovic. Oh je. Hat viel Zeit gehabt, der Robert Beric. Uneigennützig von Jobesberger. Der hätte auch den Abschluss suchen können. Viel Zeit für Beric. Richtet sich aber den Ball schlecht her. Geschick gemacht von Steffen Hofmann, spürt die Brauer im Rücken, als routinierter Spieler geht man in die Vorbeuge und dann bekommt man den Freistoß. Nutz, Heuginger, Sand im Abseits. Ja, da lässt Brauer das Bein stehen. Schwab nimmt auch gerne an. Und erst recht Beric, lässt Stankovic keine Chance. Sieht nach dem ersten Sieg für Rapid aus. Heute der vierte Versuch, der letzte in dieser Saison, um den weißen Fleck Grödig bunt zu machen. Mit der zweiten Hälfte können beide Trainer, der Chef sein Co. zufrieden sein, hat für langweilige erste 45 Minuten wirklich entschädigt. Nicht nur, weil Rapid klar besser war, die besseren Chancen hatte, aber auch, weil Grödig zu Möglichkeiten kam, durch Sande, durch Brauer, durch Mark. Allesamt Schüsse aus der Distanz, aber immerhin. Aber die besseren Gelegenheiten hatte eindeutig Rapid, schön über die Seite gespielt. Schönster Angriff für mich war jener mit Kainz, Schrammel, alles direkt gespielt und dann der Kopfball von Brosinek. Ja, das sind die Hofmann-Pässe, aber keiner läuft mit. Da sieht man dann schon den Unterschied. Wenn die wirklichen Stammspieler dann am Platz sind. Schobesberger, Beric, die dann diese Plätze suchen und dann ein Hofmann oder auch ein Schwab hinspielen kann. Wir haben ja heute schon von jenen Spielern gesprochen, die den Verein nach der letzten Saison verlassen haben. Ein Beuth, ein Sabitzer, ein Burgstaller, ein Trimmel.
Die haben zusammen 40 Tore erzielt. Dafür kamen neue, kamen ein Kainz, ein Schobesberger und ein Beric zum Beispiel. Und die haben das eingestellt, was die anderen hinterlassen haben. Das Tor von Beric war heute das 40. Tor der sogenannten Neuen bei Rapid. Also kann man, wenn man 1 und 1 zusammenzählt, jetzt gibt es nochmal Strafstoß. Jetzt bin ich gespannt, was es für Marke Brot. Ja. Das ist Torraub. Damit fehlt Grödig am Sonntag, ein sehr wichtiger Mann. Hat den großen Anteil, dass es lange Zeit zu Null stand. Mark baute die Abseitsfalle auf. Und draußen hat Schütz nicht mitgespielt. Ja, das ist wieder zurückzuführen auf erstes Mal in der Viererabwehrkette. Hätte er auf gleicher Höhe gespielt wie Mark, wäre es eine Abseitsstellung gewesen. So aber musste Mark nachjustieren, das Foul und die Chance zum 2:0. Ala lässt sich die Chance nicht nehmen. Seine letzten beiden Tore erzielte er auch vom Elfmeterpunkt weg. Das war zweimal gegen Rapid im Februar beim 3:0 Heimsieg. Einfach in die Mitte, denn irgendwohin reagiert der Torhüter. Zwei zu null auch in dieser Höhe, die Führung verdient von Rapid aufgrund der zweiten Hälfte. Ja, und wenn wir schon bei den Neuen sind, zu denen auch Robert Beric gehört, viele nicht geglaubt, dass er nach seinem Wechsel von Sturm Graz so einschlägt bei Rapid. Aber besser kann man das nicht beweisen, als 24 Tore zu erzielen. Nur Zoran Stojadinovic traf in seiner ersten Rapid-Saison häufiger. Der schafft die 27 Tore, aber das kann ja auch Beric noch schaffen. Also ein echter Volltreffer für Rapid. Der Zukauf von Robert Beric. Vier Minuten gibt es noch drauf. Rapid hat sich auch gefreut auf diesen Rasen. In der ersten 45 Minuten haben sie sich da sehr zurückgehalten mit der Freude. Da lief wenig zusammen im Kombinationsspiel. Vor allem im letzten Drittel viel zu viele Fehlpässe. Aber in der zweiten Hälfte, wow, aber abseits. Abseitsstellung Beric. Aber immer wenn es über die Seite lief, dann wurde Rapid gefährlich. Und man merkte dann schon den Unterschied. Schobesberger, Beric, Hofmann, neu in der Mannschaft. Da steigt sofort die Qualität. Wobei, es gab auch vor diesem Wechsel schon Möglichkeiten für Rapid. Vor allem durch Prosinik zweimal. Schobesberger von Strauß überraschen lassen. So, das war's. Das Ende von der Karriere von Schiedsrichter Christian Dinter. Sein letzter Auftritt in einem Bundesligaspiel. Hätte es wahrscheinlich gerne ohne eine Karte gemacht, aber beide Karten waren korrekt. Gelbe Karte beim ersten Elfmeter-Foul. Dieser Brauer, Marc Torraub, rote Karte, auch das war okay. Wünschen wir Christian Dinter alles Gute für seinen weiteren Berufsweg. Es gibt auch ein Leben nach dem Fußball. Den Jala
Souverän verwandelt er das zweite Tor. Das einzige vielleicht Rapid benötigte zwei Elfmeter, um die Tore zu erzielen. Aber hatte auch aus dem Spiel heraus gute Möglichkeiten in der zweiten Hälfte. Vergessen wir die erste, die war zum Vergessen. Für Sande war eigentlich das ganze Spiel zu vergessen. Brauer sah gelb, kam für den verletzten Völkel ins Spiel. Es wird sicher nicht einfach für die Gröniger in der nächsten Saison. Hängt sicher davon ab, wer kommt. Aber viele, die das Spiel tragen und prägen in Grödig, haben den Verein verlassen. Und wenn man dann noch ein Jahr zurückschaut, welche Spieler woanders jetzt zu Leistungsträgern geworden sind oder zum Stammpersonal gehören. Schon sehr viel, was Grödig abgegeben hat. Das Ergebnis. Rapid darf sich freuen über den ersten Sieg in Grödig. Im vierten Versuch hat es geklappt. Drohende schwarze Wolken, aber sie haben nur gedroht und haben kein Wasser abgegeben. Ja, wenn der Kapitän die Mannschaft aufs Feld führt, Mario Sonnleitner, so war es heute, dann verliert Rapid auf keinen Fall, sondern im heutigen Fall, Rapid gewinnt sogar. Rapid gewinnt in Grödig, Mario, aber wieso haben es zwei Elfmeter heute sein müssen, dass es sicher ausgeht am Ende? Ja, ich glaube, dass wir sehr viele Chancen gehabt haben, aber der Torhüter von Grödig war heute sehr, sehr stark, der Stankovic, und deswegen hat es halt braucht, bis zum Elfmeter, dass wir die Tore machen. Stark heute auch die Bank von Rapid, hat es dir am Ende gerichtet, spielerisch? Ja, wir haben sehr viele gute Leute auf der Bank, nicht nur im gesamten Kader haben wir genug Leute, die jedes Mal ein Spiel entscheiden können. Und das haben sie heute wieder gezeigt und da sind wir sehr froh drüber. Für die Champions League Quali hat man sich qualifiziert, Platz 2. Jetzt schon mehr Punkte als vorige Saison. Sind alle Saisonziele jetzt schon erreicht, vor dem letzten Spiel in Wolfsburg? Ja, den zweiten Platz, den wollten wir unbedingt erreichen. Somit haben wir das Saisonziel erreicht. Aber trotzdem geht es noch ein Spiel in der letzten Runde. Wollen wir nochmal 3 Punkte holen, weil wir natürlich den Schnitt noch erhöhen werden. Teamchef hat den Kader bekannt gegeben, Sie waren nicht dabei. Wie enttäuscht macht Sie dieser Umstand? Ja, es ist nicht das erste Mal, dass andere vorgezogen werden. Ist für mich aber kein Problem. Ich konzentriere mich auf Rapid. Ich bin froh, so einer tollen Mannschaft beizuwohnen. Und ja, alles andere kann ich nicht beeinflussen. Danke. Rollend hat die Punkte angesprochen. Rapid hält jetzt bei 64 Punkten. Letztes Jahr gab es 62 Punkte. Auch die Auswärtspunktezahl hat sich verbessert. Man hält jetzt bei 29 Punkten, die man in der Fremde gesammelt hat. Ja, besser kann man nicht spielen. Das gab es zuletzt vor 19 Jahren. Und einer, der sich sicher freuen wird, im nächsten Jahr in diesem Team zu spielen, Philipp Husbeck, der steht jetzt auch bei Roland Streins. Ja, irgendwie eine eigenartige Partie, Philipp. Rapid ist dann immer besser reingekommen. Wieso hat es nicht gereicht am Ende für mehr? Ja, aber weil das einfach zu wenig war. Das muss man offen und ehrlich zugeben. Wir sind in kein Pressing reinkommen. Ja, war zu lethargisch alles. Ja, kann man es auch nicht erklären. Vielleicht ein bisschen die Luft da draußen, wenn man es jetzt, ja, wenn wir mehr oder weniger durch sind. Aber ja, es soll keine Entschuldigung sein. Es war halt einfach kein guter Auftritt von uns und ja, das muss man so hinnehmen. Sie gegen Ihren zukünftigen Club, wie ist das Gefühl, gegen die zu spielen? Ja, Sieg ist ein bisschen komisch und besonders, aber ja, schon oft gesagt, jetzt bin ich noch für Grödig tätig und ja, in ein paar Wochen ist dann der Wechsel. Mit dem Manuel Sande einen richtigen Knaller heute gehabt, in der zweiten Hälfte einen Zusammenstoß. Die Oberschenkel ist bandagiert, gibt es da noch Nachwehen? Ja, ich sehe es jetzt gerade, ja, es ist zum Glück nicht mehr, es ist nur ein Schenkel. Ja, wie gesagt, zum Glück ist es nicht mehr und ich hoffe, dass da nicht... Keine Nachwehen da sind. Danke. Wiener Neustadt wird hoffen, dass Husbeck auflaufen kann am Sonntag gegen die Admira. Marke ist von Haus aus gesperrt. Völkel hat sich auch verletzt. Potzmann ist verletzt. Also die Wiener Neustädter, die werden zu Hause zittern, dass Grödig wirklich eine starke Mannschaft noch zur Verfügung hat. Das sind die Zahlen. Auch die zeigen ganz deutlich, dass Rapid Chef im Goldbergstadion war.
vor allem die zweite Hälfte. Die erste wollen wir wirklich vergessen, aber die zweite Hälfte, die war ansehnlich. Und aufgrund dieser zweiten Hälfte hat sich Rapid auch diesen Sieg redlich verdient, auch wenn die Treffer aus einem Strafstoß fielen, aus zwei Strafstößen fielen. Aber auch das gehört zu einem Spiel. Also, Rapid gewinnt erstmals in dieser Saison in Grödig. Und Philipp Schobesberger durfte heute seit langer Zeit erstmals wieder als Joker ran. Ja, als Joker ist er gekommen, als Sieger das Feld verlassen. Philipp, bei aller Bescheidenheit hat heute die Bank das Spiel entschieden. Nein, ich denke nicht, dass nur die Bank war. Ich denke, wir haben eine super Mannschaftsleistung gezeigt und das war der Schlüssel zum Erfolg. Ja, aber nicht von Anfang an. Was war da los? Rapid hat sich schwer getan, in dieses Spiel zu kommen. Ja, ich denke, am Anfang war es ein ziemlich offenes Spiel, wo es hin und her gegangen ist. Beide Mannschaften haben ein paar Chancen gehabt, aber nicht wirklich zwingende. Und je länger das Spiel dauert hat, haben wir dann das Spiel in die Hand genommen und denke mal zu Recht gewonnen. Ja, Sie im Moment in der Topform, haben auch die Team-Einberufung bekommen. Geht das alles zu schnell für Sie oder passt es genauso? Nein, ich denke, dass es genauso passt. Ich glaube, die Team-Einberufung kann nicht zu schnell kommen für einen jungen Spieler. Man lernt wieder was Neues kennen und ich denke, das ist immer gut. Jubel um Robert Beric. Er war einer der Wegbereiter zum ersten Sieg von Rapid im Goldbergstadion zu Grödig. Das nimmt auch Zoran Barisic zur Kenntnis. Am Ende ein 2:0, ein verdientes 2:0 für den Rekordmeister Peter Schöttl. Was hat das Ganze speziell in der zweiten Hälfte dann verdient gemacht, auch für Rapid? Dass sie den Druck einfach erhöht haben, dass natürlich Spieler wie Hoffmann, Schobesberger, Beric dann noch ins Spiel kommen, zeigt über diese Qualität des Kaders im Moment. Und je länger das Spiel gedauert hat, umso einseitiger war es. Und Rapid hätte auch noch höher gewinnen können, fast müssen. Da hat Stankovic wirklich einige Male hervorragend reagiert. Wir schauen rein in die Highlights, die es dann Gott sei Dank noch gegeben hat. In der zweiten Spielhälfte, 64. Minute, erste Top-Chance für Philipp Prosenik. Ein Kopfball, wir sehen hier die Entstehung über die Seite und das ist das, was Sie gerade gemeint haben. Stankovic völlig zu Recht, bester Tormann in Österreich, so wurde er gewählt. Ja, das kann man schon nachvollziehen, warum er gewählt wurde. Er hat es wirklich in der zweiten Hälfte bewiesen, dass er jetzt schon ein richtig guter Tormann ist und wahrscheinlich noch besser werden wird. Und er hat die Grödiger lange Zeit im Spiel gehalten. Was war mit seinen Vorderleuten, mit seinen Kollegen? Warum haben die nicht mehr dagegen halten können? Also mir persönlich haben die zwei Innenverteidiger trotz allem sehr gut gefallen, lange Zeit. Also die haben vieles aufgehalten in der ersten Hälfte. Irgendwann ist der Druck von Rapid einfach zu groß geworden. Rapid war ja wesentlich homogener, war schlussendlich die eindeutig bessere Mannschaft. Und irgendwann fallen dann die Tore, in dem Fall waren es eben Tore durch 12 Meter. Den steigenden Druck, den Beweis dafür haben wir mit einer Doppelchance in Minute 73 für die Grün-Weißen. Und da sehen wir die Aktion zunächst entstehen über rechts. Und wieder Prosenik, der halt auch immer völlig frei da zum Schuss kommt. Und Schwab ebenfalls. Stankovic wieder die größte Hürde in dem Moment. Ja, wobei der kann natürlich auch reingehen, da macht er alles richtig. Prosenik, Stankovic hat in dem Fall natürlich auch das Glück, dass er dort steht oder, wenn man es positiv sagt, der perfekte Stellungsspiel. Ja, aber da ist Rapid dann wesentlich öfters über die Seiten durchgekommen und dann wird es in der Mitte einfach gefährlich, egal ob sie in den Rückraum spielen oder eben versuchen, den Mittelstürmer zu treffen. Es wurde eben immer gefährlicher im Strafraum der Grödiger. Minute 81, die nächste sehr gute Möglichkeit und da sehen wir dann schon auch Schobesberger und Hoffmann, die beiden Joker in Aktion. Deni Ahler, der dann scheitert, aber Charlie Leitner hat es auch angesprochen. Diese Wechsel, die dann durchgeführt wurden vom Trainer von Barisic, war das auch ganz einfach ein wichtiger Faktor heute? Natürlich und gerade wenn es unentschieden steht und du weißt, du hast draußen deine oder sehr, sehr starke Waffen noch zur Verfügung, dann ist es natürlich für einen Trainer sehr angenehm. Und der Pass vom Steffen war hervorragend. Deni macht auch alles richtig im Abschluss, aber Stankovic hält diesen Ball wirklich hervorragend. Schaut mal rüber zum Trainer, zu Zoki Barisic. Wie zufrieden ist er mit dem Auftritt, mit dem ersten Sieg in Grödig heute? Ja, Rapid kann also in Grödig gewinnen. Sind Sie rundum zufrieden heute? Ja, ich glaube, wir haben das Spiel verdient gewonnen. Und ich bin insofern zufrieden, dass uns jetzt niemand mehr fragen wird, warum wir in Grödig nicht gewinnen können.
Hat es heute die Bank entschieden bei Rapid? Ja, es war natürlich so, dass die Spieler, die frisch ins Spiel reingekommen sind, für mehr Schwung gesorgt haben, für mehr Spielfluss gesorgt haben. Da war noch mehr Ballsicherheit vorhanden, noch mehr Ruhe, vor allem im Mitteldrittel. Und die Vorbereitung für den vorletzten und letzten Pass war besser als davor. Und allerdings muss man natürlich erwähnen, dass wir zuvor schon genug Möglichkeiten gehabt haben, um in Führung zu gehen. Aber Zizan Stankovic hat heute einen überragenden Tag erwischt und hat sehr, sehr viele Chancen zunichte gemacht. Und wie gesagt, trotzdem bin ich froh, wir haben nie aufgehört, nach vorne zu spielen und haben dann durch, glaube ich, berechtigte Elfmeter 2:0 gewonnen. Jetzt ist diese Grödig-Scharte ausgewetzt. Man hat jetzt schon mehr Punkte als vorige Saison, ist fix Zweiter. Da gibt es kaum was, was kritisch zu beleuchten wäre im Moment bei Rapid. Wie hält man diesen Flow bis zur Champions League-Quali? Wir haben noch sehr viel Arbeit vor uns. Wir haben sehr viele Ideen im Kopf, die wir auch umgesetzt haben möchten. Welche denn? Das werde ich Ihnen jetzt nicht im Detail sagen, aber wir wollen natürlich unser gesamtes Spiel noch einmal verbessern. Nicht jetzt rund erneuern, aber verbessern. Wir sind auf einem sehr guten Weg. Die Mannschaft hat sich absolut super entwickelt, vor allem nach dem Ausscheiden im Europacup gegen Helsinki, wo wir wirklich auch schwere Zeiten durchleben haben müssen. Da hat nicht nur die Mannschaft zusammengehalten, da war der Verein in sich sehr stabil. Die Fans haben zur Mannschaft gehalten und haben immer an uns geglaubt. Und das wird jetzt von den Jungs zurück. Und es ist, glaube ich, auch eine Freude, ihnen beim Fußballspielen zuzusehen. Es ist eine Freude, zuzusehen, wie sie sich entwickeln, in welche Richtung sie sich entwickeln. Und dass wir sehr viel Potenzial in unseren Reihen haben, das habe ich schon zu Beginn der Saison gesagt. Und die Jungs bestätigen das noch. Wir gehen weiter mit unseren Highlights dieses Spiels und schauen auf die Entstehung des ersten Elfmeters für Rapid Wien und sehen die Solo-Aktion von Stefan Schwab. Peter, zu Recht Elfmeter. Der Schiedsrichter hat im ersten Moment etwas gezögert noch. Von uns hat es ausgeschaut, wie wenn er zuerst mit dem Kopf abgewunken hätte, also den Kopf so geschüttelt hätte, dass es keiner ist. Aber es war definitiv einer. Schütze attackiert schon ungeschickt, da geht Schwab noch vorbei. Und Brauer, glaube ich, möchte das Foul gar nicht machen, sondern rutscht ein bisschen weg. Kommt zum Kontakt und eindeutig Elfmeter, ja. Und Robert Peric wurde unmittelbar davor eingewechselt und ging dann gleich hin, schnappte sich die Kugel, erster Ballkontakt und dafür eigentlich auch sehr souverän. Hat er vielleicht ein bisschen Wut im Bauch sogar gehabt, weil er nicht von Beginn an spielen durfte? Das kann ich mir schon vorstellen, denn er möchte natürlich seine tolle Saison mit so vielen Toren wie möglich krönen. Aber wie gesagt, es gelingt ihm auch hier ein Tor zu erzielen, zwar aus einem Elfmeter. Und für mich war es dann schon bemerkenswert, dass er den zweiten Elfmeter dann Dani Alla schießen hat lassen. Also das zeigt auch, dass da schon sehr vieles in Ordnung ist in der Mannschaft. Genau, zeigt den Teamgeist, der ja immer wieder auch herausgehoben wird von den Rapidlern. Wir schauen dann weiter. Es gibt ja noch den zweiten Elfmeter. Da hat dann Matthias Mark attackiert, Peter. Und das war in diesem Fall nicht so ideal, weil es eben ganz klar auch Elfmeter gab und Rot. Und Rot und damit natürlich eine Sperre am Wochenende im Spiel gegen Admira. Eine Sperre, die Wiener Neustädter nicht freuen wird, denn er hat eine tadellose Leistung heute abgeliefert und wird jetzt das in der letzten Runde fehlen. Wir gehen rüber zu Michael Bauer. Der Trainer steht bei meinem Kollegen, bei Roland Streitz. Ja, und das ist jetzt gerade recht gekommen zu dieser roten Karte. Michael Bauer, was ärgert Sie heute? Gibt es was, das Sie ärgert? Mir ärgert schon, ja, dass wir einfach im Spiel zu viele Eigenfehler produziert haben, eigentlich zu viele Fehlpässe gespielt haben und unterm Strich dann Rapid, glaube ich, verdient auch gewonnen hat. Also, was ich nicht ganz verstehen kann, dass so ein Torhüter, den wir haben, nicht im Nationalteam ist. Also wenn ich das sehe, was der das ganze Jahr schon leistet, was der das ganze Jahr für Leistungen abgerufen hat und wenn man heute wieder gesehen hat, also wenn es blöd hergeht, kann man nur das eine oder andere Tor kassieren. Und da hat Zizan einfach Großartiges geleistet. Aber ich glaube, den Burschen kann keiner aufhalten. Der wird seinen Weg machen, auch wenn es noch so schwierig ist. Rapid hat heute von der Bank gebracht. Schobesberger, Hofmann, Peric. War das einfach heute der Unterschied zwischen Grödig und Rapid? Na, dass ein Unterschied da ist, aber nochmal, ich kann es nicht verstehen, es geht gegen Rapid Wien, da hätte man der eine oder andere schon andere Leistung abrufen können, aber war nicht so. Nochmal, ich bin einfach der Meinung, dass wir viel zu einfache Fehler gemacht haben, speziell im Mittelfeld und nach vorne sehr viele Bälle verloren haben, schlechte Bälle gespielt haben,
Ich glaube, auch wenn Marki die rote Karten bekommen hat, die Verteidigung hat eigentlich gute Arbeit verrichtet und sind ein bisschen im Stich gelassen worden heute. Ist man schon ein bisschen durch? Einfach in Grödig ist die Luft draußen nach dieser doch sehr aufwendigen, vor allem emotional aufwendigen Saison mit Abstiegskampf? Na, ist die Luft draußen. Natürlich verlassen uns viele Spieler in verschiedene Richtungen, aber trotzdem ist es unsere Pflicht und auch unsere Aufgabe, uns bis zum Schluss noch gut zu präsentieren. Ich meine, zur Halbzeit ist 0-0 gestanden und Rapid hat auch nicht gerade eine Glanzpartie gespielt, aber zweite Halbzeit hat mir überhaupt nicht mehr gefallen und waren ja, einfach Sachen dabei, die nicht gut waren. Ja, was braucht die Truppe vor allem schon im Hinblick auf kommende Saison? Was fordern Sie von Manager Haas? Man weiß nur, wer geht, aber kaum wer kommt. Na, fordern, dass wir dran sind, der Mannschaft zusammenzustellen für nächstes Jahr, ist klar, dass es keine einfache Aufgabe ist, wenn sehr viele Leistungsträger den Verein verlassen, ist auch klar. Aber wie gesagt, es braucht keine Angst und Bange sein. Wir werden eine Mannschaft zusammenbringen und dann werden wir ja, stark daran arbeiten, dass wir nächstes Jahr wieder ein gutes Bild abgeben. Unter anderem gehen ja Nutz, Husbeck, Tommy zu Rapid, das haben wir heute schon mehrmals thematisiert. Wir haben Ihnen die drei gefallen heute? Ich hätte mir mehr erwartet, aber wie der Michi Bauer richtig gesagt hat, speziell Mittelfeld hat zweite Hälfte dann nicht mehr gut nach hinten gearbeitet und hat deswegen sehr viel Druck auf die Abwehr und auf den Tormann zugelassen und irgendwann ist es dann halt zusammengebrochen. Wir machen den Blick auf die Tabelle und sehen, dass Rapid, das war schon vor diesem Spiel klar, auf alle Fälle Zweiter bleiben wird. Mittlerweile bereits 64 Punkte, also auch mehr Punkte als in der vergangenen Saison geholt hat. Grödig auf Platz 8, auch die werden dort bleiben. Und dann gibt es eben noch den Abstiegskampf, Peter. Admira gegen Wiener Neustadt, wen wird es erwischen? Tja, schwierig. Für Wiener Neustadt ist es ganz sicher ein Erfolg, dass sie in dieses Finale in der letzten Runde gekommen sind. Also ich glaube, sie haben sich sehr erhofft, dass sie in Wien gegen Rapid unentschieden spielen und dass die Admira gegen Sturm verliert. Das ist dann eingetroffen. Jetzt müssen sie Alltag schlagen. Das ist ihnen im Herbst gelungen. Und dann muss die Admira schon punkten in Grödig. Natürlich hat sie die Admira noch in der eigenen Hand, aber es ist jeder Ausgang möglich. Es wird natürlich auf die Nerven drauf ankommen, es wird auch auf die Gegner drauf ankommen, mit welcher Einstellung, mit welcher Mannschaft Grödig und Altach antreten werden. Und dann muss es leider einen von den beiden erwischen, trotz allem.